So, da bin ich wieder an diesem wunderschönen grünen Freitag. Die Altcoin-Season hat begonnen. Wir sehen es in den Charts, also 7% plus diese Woche. Es geht wieder los. Es sieht auf jeden Fall gut aus, dass Bitcoin an Dominanz verliert und jetzt die Altcoins so richtig loslegen. Starten wir aber gleich rein ins Update. Ich habe ein bisschen Stress heute, deswegen wir müssen zügig hier durch, weil mich ein paar Leute gebeten haben, über den Blockfeller nochmal ein Reaction-Video zu machen. Ich habe die Woche einfach keine Zeit dafür und ich will dem Typen auch keine Aufmerksamkeit schenken irgendwie. Das ist ja das, was er will mit seiner Schmutzkampagne. Also am besten einfach ignorieren. Lasst uns keine Zeit verschwenden, starten wir in die Top Mover. Wir haben hier DEIF mit über 90% im Plus, Zeta Chain mit über 99% im Plus, WeTor mit über 119% im Plus und Nervus Token mit über 134% im Plus. Ja, schade, dass es noch immer kein VeChain Staking auf Bitpanda gibt. Da hätten die VeChain halt auf Bitpanda auf jeden Fall profitiert, weil das ist der Gas Token, den man bekommt, wenn man VeChain hält. Und glaubt's mir, ich habe Ihnen das echt oft gesagt, dass sich das die Community wünscht, aber irgendwie hat Bitpanda darauf nicht reagiert. Kommen wir jetzt zu den Verlierern der Woche. Wir haben hier Quidel Orto mit über 34% im Minus, Herbalife mit über 34% im Minus, der Huobi Token mit über 43% im Minus, TuYu mit über 47% im Minus. Kommen wir zu meinem Portfolio. Wie sieht es da aus? Das sieht sehr gut aus. Wir sind fast 7% im Plus. Letzten Freitag waren wir bei den 35.300, wie ich das Video aufgenommen habe. Danach ist es schön nach oben gegangen. Jetzt sind wir mittlerweile schon bei den 37.900 auf dem Weg zu den 38.000. Also 2.600 Euro plus diese Woche. Und das lässt sich sehen. Ist das der Startschuss in die Altcoin-Season? Ich denke schon. Wir sehen momentan, dass der Bitcoin ein bisschen stagniert. Und die Altcoins aber langsam Gas geben. Vor allem GRT hat schön diese Woche performt. Sehen wir auch, ist jetzt neben BEST jetzt die größte Position gerade auf Bitpanda mit 3.708 Euro. Aber schauen wir uns das hier in der Portfolio-Gewichtung an. Obwohl der BEST jetzt wieder Richtung zu den 45 Cent unterwegs ist, ja, macht er jetzt nur noch 60% von unserem Portfolio aus, weil die Altcoins einfach stärker performt haben. Ganz vorne mit dabei, The Graph, dann Polygon, hat auch ein bisschen Gas gegeben jetzt wieder, Polkadot und Cosmos legt auch langsam wieder los. Im Gegensatz dazu, Panthos, ja, sehen wir jetzt einen kleinen Rücksetzer, weil es ein bisschen länger dauern wird, haben sie im Chat gesagt, dass ein Roadmap-Update kommt mit ein bisschen mehr Klarheit. Und anscheinend dauert es noch ein bisschen länger und da wird dann wieder Enttäuschung reinkommen. Und vielleicht werden wir noch ein paar gute Chancen haben, Panthos günstig zu erwischen. Ja, dann zu Bitcoin. Bitcoin hat auch richtig gut performt. Schauen wir uns im Chart dann genauer an. Jetzt stagniert es gerade so ein bisschen und wir sehen, Gewinne fließen in die Altcoins. Ethereum zieht auch langsam nach. Und weil mich jemand gefragt hat, was der kleine Punkt hier oben ist, was das für eine Aktie ist, das ist die Coinbase-Aktie. Davon haben wir ein paar gekauft. Und ja, Coinbase performt, wenn Bitcoin gut performt, auch immer gut. Was habe ich die Woche sonst noch so gemacht? Eigentlich nichts. Ja, wir haben unsere Staking Rewards geclaimed, wir haben unsere Best Rewards geclaimed, wir haben den Spotlight Airdrop in Best geswappt. Ein paar Meme Coins habe ich getradet auf Solana, aber mit so Minisummen, also eigentlich nicht erwähnenswert. Kommen wir zu den Rewards. Wie sieht es da aus? Wie viele Dividenden und Staking Rewards haben wir bisher im Februar eingenommen? Und da sind wir jetzt ein bisschen was über 133 Euro in 2 Wochen. Wir haben noch 2 Wochen vor uns. Sollten wir genauso viel reinbekommen, wären wir bei 260. Und das würde bedeuten, wir würden den Jänner schlagen, obwohl wir im Jänner eine Auszahlung mehr bekommen haben. Wenn BEST jetzt noch ein bisschen weiter anzieht Richtung 50 Cent und die Altcoins weiter Gas geben, dann kann das durchaus sein. Vielleicht schaffen wir es sogar noch ein bisschen höher. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann, ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal. Ich glaube, dass dieses Jahr wieder extrem spannend wird und spektakulär, was die Rewards angeht. Ich bin schon gespannt, ob wir unser All-Time-High an Rewards auch dieses Jahr brechen können, vielleicht, wenn die Altcoins wieder richtig, richtig Gas geben. So viel zum Wochenrückblick. Jetzt springen wir in die News. Nach dem grandiosen letzten Spotlight Dive gibt es jetzt wieder ein neues Spotlight, nämlich Decobait. Alle Besthalter können hier auf Folgen drücken. Wenn der Countdown abläuft, bekommt ihr einen Teil dieser Giveaway-Tokens. Jetzt nur am Beispiel von DEIF. Hier sehen wir den DEIF Airdrop. Für VIP 5 waren das 14,89 Euro an DEIF, die geairdroppt worden sind. Ich habe sie dann gleich geswappt in Best. Also einfach mal so 15 Euro in der Woche obendrauf. Nur weil man auf Folgen gedrückt hat. Natürlich kommt es auf Spotlight an. Nicht jedes ist so groß. Ja, DEIF hat extrem gepumpt, bevor der Airdrop ausgeschüttet worden ist. Deswegen war der Anteil dann auch so gigantisch. Ja. Aber jetzt im Bullrun werden immer mehr Projekte am Anfang pumpen. Viele Leute einfach in neue Projekte einfach rein YOLOn
Und da zahlen sich dann solche Airdrops richtig aus. Das können dann schon einige Euros sein. Nicht vergessen, je höher euer Best VIP-Level ist, desto mehr Tokens bekommt ihr beim Airdrop. Momentan könnt ihr Level 1 werden mit 4,50 €. Und VIP 1 ist momentan ein No-Brainer. Man kauft sich 10 Best um 4,50 €, claimt einfach die Rewards, kann die dann immer gleich wieder im Best zurückswappen oder in Euros und hat schnell sein Investment wieder drinnen, kann die Projekte natürlich auch halten und schauen, ob sie noch weiter performen. Und natürlich nicht alle performen, aber wenn wir das jetzt mal durchgehen, die Liste hier, die Seiten, ja, dann seht ihr, das sind schon einige Airdrops gekommen und wärt ihr von Anfang an dabei gewesen und hättet jeden einzelnen geclaimt, dann wärt ihr mit eurer Position schon im Plus mit VIP 1. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, man muss ein paar Airdrops claimen und man ist schon im Plus. Das ist einfach gratis Geld, das auf der Straße liegt. Wieso nicht aufheben? So viel zum Spotlight. Ihr habt noch 6 Tage Zeit, um auf Folgen zu drücken. Kommen wir zur nächsten News. Der Lukas Enzersdorfer war bei Insider zu Gast und hat ein Interview gegeben. Und da waren auch ein paar interessante Parts mit dabei. Wir gehen jetzt nicht das ganze Interview durch. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Aber die Punkte, die ich sehr interessant fand. Das eine, was er gesagt hat auf die Frage zum FC Bayern München, hat er auch mit seinen Lieblingsspielern geantwortet. Und dann hat er aber noch gesagt, bald kommt auch ein TV-Spot. Die nächste Frage fand ich auch sehr interessant. Kann man künftig Geld ausleihen, wenn man Bitcoin als Sicherheit gibt? Also als Sicherheit Bitcoin hinterlegt. Und darauf hat der Lukas gesagt, ja, das wird sicherlich kommen. Steuerlich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil man verkauft dann halt seine Assets nicht. Man nimmt sich dann einfach nur einen Kredit. Ich bin schon mal gespannt, wann sie das dann einführen werden und ob wir dann noch ein paar mehr Infos bekommen werden, ob das noch dieses Jahr kommt. Das steht in den Sternen. Ich habe schon Bitpanda angefragt, ob es irgendwelche News gibt, ob man schon Infos bekommt zu den neuen VIP-Levels etc. Todesstille. Also es ist die Ruhe vorm Sturm, Leute. Ich glaube, bald kommt was. Kommen wir zur nächsten News. Bitpanda will den Krypto-Hype mit Essentura Song anfeuern, einer Marketingagentur. Und hier haben wir dann auch ein bisschen mehr Infos, nämlich die gemeinsame Kampagne mit den Spielerinnen des FC Bayern München soll auf Datsen und mit der Allianz Arena in München als Werbefläche starten. Danach folgen ab März 2024 weitere, okay, das werden die Leute jetzt nicht kennen, was ist OOH? Das ist, damit ist Außenwerbung gemeint, ja. Außenwerbung, TV und Social Media Aktivitäten werden ab März nochmal hochgefahren. Das heißt, bei Bitpanda scheint es auch ordentlich in der Kasse zu klingeln und die wollen das jetzt nochmal ordentlich anfeuern. Jetzt ist gerade der Halving-Hype, Bitcoin ist in den News. Und wenn jetzt die Altcoins noch durchstarten, werden wir sicher einen schönen Zuwachs bei Bitpanda erleben. Ist auf jeden Fall eine sehr gute News. Ich habe mir ein bisschen so die Kampagnen angeschaut, die sie da auf ihrer Webseite auf jeden Fall publik gemacht haben. Scheint noch ein sehr junges Team zu sein. Ist aber auch am Puls der Zeit, das heißt, sie nutzen da auch TikTok, wollen wahrscheinlich auch ein bisschen die jüngere Zielgruppe ansprechen. Dann noch eine weitere positive News. Durch die Partnerschaft mit der Raiffeisenbank in Wien und Niederösterreich sieht man jetzt bei den ganzen Bankomaten in Wien und Niederösterreich auch Bitpanda-Werbung. Also die Raiffeisenbank lädt gleich zum Traden ein in ihrer Elba-App. Und bei dem momentanen Hype, glaube ich, wird es nicht lange dauern, bis die anderen Regionen auch freigeschaltet werden wollen. Weil wenn mal eine Region sozusagen dranhängt, dann müssen die anderen ja nur noch das Ganze aktivieren. In Wien und Niederösterreich wird es jetzt momentan getestet. Aber ich glaube, je länger es in den Bullrun reingeht, desto mehr wollen die Leute natürlich auch Kryptos traden. Und desto schneller wird das dann auch freigegeben für die anderen Regionen. Wie schnell das geht, bei Banken dauert alles immer ein bisschen länger. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir da auch bald ein Announcement sehen werden. Und die Raiffeisen hat ja erst das Basic-Paket sozusagen. Wir wissen ja aus dem Interview mit Lukas Enzersdorfer, wenn dann diese Partner neue Funktionen freischalten wollen, wie das Auszahlen von Kryptowährungen für ihre Kunden oder Sparpläne, Staking etc., ja, dann müssen sie Best halten. Und das wird die spannende Phase werden, glaube ich, wenn wir hören, dass auf der Raiffeisenbank diese Features freigeschalten werden. Dann gibt es von Bitpanda wieder ein Gewinnspiel. Es gibt nämlich Merch zu gewinnen. Man muss den Post liken, dem Bitpanda-Account dem offiziellen folgen und dann diesen Post einmal retweeten mit seiner besseren Hälfte. Es ist ein Valentins-Gewinnspiel. Ja, und wenn eure Frau oder Freundin nicht auf X ist, ja, dann postet mich halt rein. Hauptsache, ihr nehmt am Gewinnspiel teil. Es gibt nämlich geilen Merch zu gewinnen und das Ganze läuft noch bis zum 21. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Socken, T-Shirts und Hoodies. Ich finde den Hoodie ja ganz geil mit dem 2024er Halving. Wenn man dann irgendwann mal in 10 Jahren dann den Pullover findet oder so und man kann sich dann noch erinnern, ah, 2024er Halving, was für ein Jahr. Was auch sehr positiv zu beobachten ist, ist der Website-Traffic. Wenn wir jetzt den Februar
über den Januar legen, sehen wir sind 64% jetzt schon im Plus. Und wenn es so weitergeht, könnte das ja richtig wild werden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wir sehen auf jeden Fall mehr Website-Traffic diesen Monat als letzten Monat im Vergleich bisher. Warten wir mal, bis das Monat um ist. Aber ich glaube, da die Kurse so gut jetzt im Moment laufen, werden wir da auch noch höhere Zahlen erreichen. Und da hoffen wir natürlich, dass sich das schön auf den Burn auswirkt. Hier sehen wir, es war ja eine Zeit lang sehr, sehr flach und dann wieder 6 Millionen Burn reingekickt hat, ist es wieder ein bisschen steiler gegangen, ja. Und wir sind jetzt bei 239,5 Millionen Best und bei 250 Millionen, müsst ihr euch vorstellen, haben wir ein Drittel des Weges geschafft. Dann kommen nochmal 250 Millionen Best zum Burnen und dann sind wir bei den 250 Millionen Best angelangt. Was bedeutet das, ja? Dass nur noch 5.000 Leute 50.000 Best halten können. Ja, bei über 4 Millionen Usern auf Bitpanda, natürlich sind davon nicht alle hardcore aktiv und traden nicht alle Krypto. Das muss man dazu sagen, ja. Aber trotzdem, wenn sich das wieder so steigert wie im letzten Bullrun und wir gehen auf die 8 Millionen, 10 Millionen User zu, ja, dann wird der Best auch davon profitieren. Und wenn es immer weniger Best gibt und die Nachfrage aber steigt, was wird mit dem Preis passieren, Leute? Der wird hochgehen. Dann kommen wir zu den neuen Token auf Bitpanda. Da haben wir Ronin, dann Heroes of Mavia, dann das neue Spotlight Thief und Seam. Das waren jetzt alle News. Dann wurde ich noch gefragt zum Community Event, ob ich da noch ein bisschen mehr verraten kann, was da am Programm ist und so. Also ich kann noch nicht so viel verraten, Leute. Es wird Stück für Stück alles bekannt gegeben. Es folgen jetzt noch ein paar Gewinnspiele für die Community, die Bock hat hinzukommen. Und ich glaube, wenn das Line-Up bekannt gegeben wird und wer aller kommt, werden sich noch einige mehr Leute vielleicht dazu entscheiden, vorbeizukommen. Ich kann euch auf jeden Fall so viel sagen, die Leute, die das momentan organisieren, geben sich richtig Mühe. Und wie gesagt, es kommen jetzt immer Stück für Stück Infos. Folgt auf jeden Fall Team 40 auf Twitter, folgt dem inoffiziellen Best-Kanal auf Twitter, kommt in die Bitpanda-Community-Gruppe und dann werdet ihr auf jeden Fall keine Infos zum Event verpassen. Ich werde natürlich, sobald es was Neues gibt, auch immer Bescheid geben im Bitpanda Portfolio Update. Jetzt springen wir aber noch schnell in die Charts. So, wir starten wie immer mit BTC USDT. Wir geben heute ein bisschen Gas, wir gehen das Ganze schnell durch. Wir erwarten von jetzt bis zum Halving-Zeitpunkt, bis kurz nach dem Halving, erwarten wir eigentlich noch einen Dip beim Bitcoin. Ja? Das heißt, wir glauben jetzt eigentlich, kommen wir langsam in diese Range, wo wir viel Widerstand sehen werden, wo wir ein bisschen auch ein paar Rücksetzer sehen werden, meiner Meinung nach. Muss nicht sein. Natürlich kann FOMO reinkicken und wir treiben noch weiter hoch. Aber wenn wir uns das hier anschauen, wir sind halt schon weit von den Moving Average Bändern weg. Und was Bitcoin einfach gerne macht, ist, dass er einmal noch nach unten läuft, diese ganzen Orders abholt. Und wir haben das bis jetzt bei jedem Bitcoin Cycle gesehen, gab es einen Dump in das Halving hinein. Ob es diesmal genauso sein wird, ich weiß es nicht. Ich sehe halt die Chancen dafür hoch, dass wir hier jetzt noch einen Rücksetzer sehen Richtung Halving, dass dann die Altcoins performen, also die Altcoin-Season anfängt und nach dem Halving, dass dann wieder der Bitcoin auch wieder ordentlich anschiebt. Schauen wir in den 4-Stunden-Chart, wie sieht es da aus? Also wir sehen hier momentan kommen wir nicht richtig durch. Wir haben hier ordentlich Widerstand. Heißt nicht, dass es jetzt gleich hinuntergehen muss, Leute. Es kann auch sein, dass wir nur mal hier auf die Linie tippen und nochmal eine Aufwärtsbewegung machen. Ich sage nur, dass es jetzt immer riskanter wird bis zum Halving, dass noch eine Korrektur reinkommt, die sich dann gewaschen hat. Und ja, da reden wir dann von 20%, 40%, 30%, die es dann auf einmal runtergehen kann, wo es dann viele neue wieder aus dem Markt rausspült. Und das wird dann auch auf jeden Fall nochmal eine gute Gelegenheit sein, Bitcoin nachzukaufen, wenn wir nochmal so dippen. Muss nicht kommen, Leute. Ja? Deswegen handle ich meine BTC auch nicht. Ich hodl sie einfach. So viel zum BTC. Langfristig bin ich noch immer sehr, sehr bullish, was den Bitcoin angeht. Ich glaube, da geht vielleicht auch noch ein bisschen was. Aber ich rechne auch damit, dass die Chancen hochstehen für eine Korrektur ins Halving hinein. Vielleicht kommt die auch ein bisschen verzögert, weil nicht jeder Cycle ist genau gleich. Vielleicht ist die Korrektur auch nur ganz kurz und alle Leute sind so bullish, dass wir eine schnelle V-Erholung sehen und es gleich wieder weitergeht. Kann auch durchaus sein. Aber ich rechne damit, dass sich der Preis auch kurz mal abkühlt, die Leute Gewinne mitnehmen, wie gesagt, die Altcoins ein bisschen scheinen werden und performen werden. Also damit rechne ich jetzt in den nächsten 2 Monaten. Im April ist das Halving. Ich glaube, bis dahin werden wir ein bisschen runterkommen dann und nach dem Halving wird dann der Bitcoin wieder anziehen. Aber das ist nur so mein Gefühl. Ob es wirklich so kommt, werden wir sehen. Kommen wir zum Best. Gibt eh nicht viel zu sagen. Gehen wir schnell durch. Der Retest auf die 40 Cent hat gehalten. Es kam genug Support rein.
Die Leute kaufen sozusagen den Dip. Und wir sind jetzt wieder recht zügig unterwegs zu den 45 Cent. Habe ich im letzten Video auch gesagt, dass das relativ schnell gehen wird. Jetzt wird es spannend. Jetzt nehmen wir nämlich die nächste Hürde richtig in Anlauf, nämlich die 50 Cent. Je mehr die Altcoins performen, je mehr Leute natürlich dann Gewinne umschichten, zum Beispiel im Best, weil sie dort mehr Rewards bekommen, desto weiter wird es den Best hier antreiben. Und je mehr Volumen auf der Börse gehandelt wird, desto mehr Best werden dann auch am Monatsende verbrannt. Da Bitpanda jetzt immer mehr Werbung schaltet und wir schon wissen, dass im März dann die nächste Werbeoffensive kommt von Bitpanda, bin ich eigentlich sehr bullish, was den Best angeht. Vielleicht werden auch noch ein paar Leute Best kaufen, weil sie auf diese Werbekampagne, auf diese riesige Außenwerbungskampagne spekulieren, weil dann kommen wieder extrem viele neue User auf Bitpanda, die dann den Best entdecken. Und wenn der gerade einen Lauf hat, ja, und unter den Top Coins ist, ja, dann werden die neuen User sicher auch ein paar Best kaufen, dann kann es das noch höher treiben. Also ich bin sehr, sehr bullish, was den Best angeht, ein deflationärer Token mit steigender Nachfrage. Ja, ich freue mich schon auf die Best-Preise dieses Jahr. Ihr könnt mir ja mal eure All-Time-High-Vorstellungen zu Best unten in die Kommentare schreiben. Ich bin schon gespannt, was da für Zahlen auftauchen. So viel zum Best, jetzt springen wir noch schnell zum Bantos. Kommen wir zum Bantos, wie sieht es da aus? Ja, da gibt es wieder Verspätungen, alles verzögert sich. Jetzt ist die Frage, wie tief wird der Preis dippen? Wo kann man jetzt zuschlagen, wenn die Leute enttäuscht sind? Und dafür verwenden wir das Fibonacci Retracement. Habe auch ein eigenes Video dazu gemacht. Findet ihr auf meinem Kanal. Einfach Fibonacci und Henry Hart eingeben. Dann kommt ihr zum Fibonacci Retracement Video. Auf einer normalen Exchange würden wir jetzt drei Orderblöcke setzen. Einmal um die 9 Cent herum, ein bisschen über den 9 Cent. Einmal um die 8,5 herum. Und hier einmal bei unserer alten Resistance Zone ungefähr bei den 0,077. Jetzt werden sich einige fragen, kann es wirklich so tief wieder runtergehen? Das kommt ganz drauf an, wie Pantos jetzt die Roadmap updatet. Wenn jetzt alles sehr weit in die Zukunft verschoben wird, wird es auf jeden Fall hier nochmal draufklatschen. Wenn es sich wirklich nur um ein paar Wochen handelt, ja, und sie wirklich nur aufs Ergebnis vom Audit warten, dann gleich die Migration und der Launch in einem stattfindet, ja, dann ist das jetzt eh nicht so tragisch. Dann werden vielleicht ein paar enttäuscht sein und wir kommen hier in diese 9 Cent Region runter. Deswegen habe ich die Woche auch noch keine Pantos gekauft. Ich warte jetzt mal ab, ob noch Verkäufe reinkommen und werde auf jeden Fall die Chancen jetzt hier unter den 10 Cent noch nutzen, um noch auf die 20.000 Pantos auf jeden Fall aufzustocken. Ob ich darüber hinaus noch weiter aufstocken werde, muss ich mir anschauen, was sie jetzt in die Roadmap packen, wie lang sich das alles verzögert. Bei Pantos sind sie immer drei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück. Bin schon mal gespannt, ob die Werbekampagne sie dann ein paar Schritte weiter nach vorne katapultiert. Aber gut, nach keine Ahnung wie vielen Jahren Entwicklung, ja, bin ich jetzt ein, zwei Wochen länger auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Deswegen sehe ich das nicht so tragisch. Wichtig für mich wird sein, wie gut ist die Werbekampagne beim Start? Auf welchen Exchanges wird Pantos gleich gelistet? Wie viele Projekte bauen auf Pantos auf? Haben sie da schon ein paar Projekte von Anfang an sozusagen an Bord geholt? Wie stark engagiert sich das Team? Können Sie uns vielleicht noch mit irgendwas überraschen, mit einem Airdrop von Tokens oder mit einem Spotlight-Launch auf dem Bitpanda Spotlight etc.? Das wären ja alles so Punkte, die nochmal den Pantos ein bisschen so ins Rampenlicht bringen könnten. Aber ich bin eigentlich positiv gestimmt, dass die Jungs das hinbekommen, das rocken werden mit ein bisschen Turbulenzen. Aber so ist halt nun mal Krypto. Es ist eine wieder Achterbahnfahrt. Einmal geht es rauf. Dann geht es wieder runter. Wichtig ist, dass die Jungs weiterbauen, dass sie sich nicht ablenken lassen. So viel zum Bitpanda Portfolio Update. Ich bin schon gespannt, wo wir nächste Woche stehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, drückt den Abo-Knopf. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.